Die Mods haben gerade soeben die Kandidaten ready gemacht für das 1 gegen 1 Boxfight-Turnier. Die Leute im Chat, ne, ihr habt euch von einer Skala von 1 bis 10 bewertet, zusammen mit euren Ingame-Namen, den ihr ganz am Anfang in den Chat reingeschrieben habt. Jetzt starten wir in das Turnier rein. Wir fangen an mit den Leuten, die sich am schlechtesten bewertet haben. Die sind dann in einem Bracket, wo die etwas schlechteren Spieler sind, die vielleicht noch nicht so erfahren sind in Fortnite. Danach gehen wir von Runde zu Runde in immer bessere Brackets, ne, bis wir ganz am Ende bei den ganz, ganz guten Spielern sind. Die sehr guten Spieler unter euch wird es am Anfang natürlich relativ schwer, weil ihr müsst direkt gegen jemand sehr Gutes antreten. Für die nicht so guten Spieler unter euch wird es Schritt für Schritt immer schwerer. Ihr habt am Anfang noch die einfachen Games, so wie es eigentlich normalerweise in so einem Turnier ist. Also für die guten Spieler ist es eigentlich ein Free Win. Kann aber natürlich immer sein, dass hier ein Newcomer drin ist, der sich vielleicht mit der 5-6 bewertet hat und dann richtig abgeht. Ich werde euch jetzt zeigen, wer unsere Kandidaten sind. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALVVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen, vielen Dank für den unglaublichen Support. Runde 1, Milimichi und Salty Gamer haben sich beide mit einer 2 bewertet. In Runde 2 haben wir Luis VB und Erfreut Roboter haben sich beide mit einer 3 bewertet. In Runde 3 haben wir Charito VB und Twitch Srenox haben sich beide mit einer 5 bewertet. Runde 4 YBFan und Reconnect haben sich beide mit einer 6 bewertet. Runde 5 Flixon und Quick Rupni. Das sind schon die richtig guten Spieler. Flixon mit einer 7, Rupni mit einer 8. Und dann haben wir Runde 6 einmal Lecker Eier, Mago Ostern wahrscheinlich, mit einer 10. Auf den bin ich sehr gespannt. Und Magic Chunk mit einer 9. Komplett neue Namen, haben sich auch viele gewünscht, dass wir jetzt auch mal hier ein bisschen durchwechseln und nicht immer die gleichen Namen sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen rein. Let's go. Jungs, hallo? Moin. 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 Ja, mir geht's gut. Ach, Milimichi kann ich reden. Hallo? Ah doch, Milimichi. Ja, was geht? Was geht, Bro? Alter Switch-Spieler. Wir gehen rein, Jungs. Ey, Salty Gamer, du bist aber auch PC, ne? Ja, ja. Ich hab letzte Season angefangen, aber ich spiele eigentlich nur Noble. Okay, okay, okay. Und Milimichi, schätzt du dich so ein? Also bist du gut in Boxfight oder? Nicht so. Nicht so? Okay. Okay, seit wann spielst du Fortnite? Chapter 2 und Season 2, glaube ich. Ja, ist ja auch schon ein Stückchen. So, ihr spielt übrigens, bis der erste 2 hat, okay? Aber wir hören die Jungs natürlich noch. Milimichi, stört dich das, wenn ich ein bisschen rede oder geht? Okay, der ist, glaube ich, ein bisschen sehr aufgeregt. Boxfights 1 gegen 1 Turnier, es geht los. Was macht Milimichi? Er probiert hier ein Edit zu machen oben. Wir gehen mal kurz auf Milimichi drauf, was macht er? Kriegt einen 39er rein? Okay, okay, jetzt wird spannend, glaube ich. 1:0 für Salty Gamer. Vielleicht wird das eine schnelle Runde, ich weiß es nicht. Oh, Milimichi jetzt, sehr offensiv. Oh, okay. Einmal, boah, oh hat noch Gott. Einen guten Hit eigentlich gelandet. Ich war richtig aufgeregt. GG's. Ja, ja, meine Hände sind auch so am Schwitzen. Boah, Milimichi, du warst aber sehr offensiver Männer, ne? Ja, ja. Ich war so voll erschrocken, als er plötzlich in meine Box klettert. Ja, ja, am Anfang so sehr defensiv und dann boom, komplett rein. Salty Gamer, du bist eine Runde weiter. Milimichi trotzdem super gespielt, Bro. Lass ich dann in meinen FL, Salty Gamer. Und Milimichi dich auch. Weil du bist sympathisch. Okay. Ich brauche jetzt Erfreut Roboter. Wo ist Erfreut Roboter? Ne, den gibt's irgendwie nicht. Ich glaube, dann nehmen wir einen anderen, wenn er sich nicht meldet. Also, wir brauchen jemanden, der sich als eine 3 bewertet. Und bitte ernsthafte Bewertung, ne? Wenn ich sehe, dass ihr das nicht hier richtig macht, dann ist Luis VB direkt weiter. Ja, Mann. Ja, Mann. Bleib ich dann in deiner FL? Wenn du das Turnier gewinnst, sowieso, ja? Ey, yo! Hallo? Da Donga! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Digga! Digga, ich freue mich übel. Ey, ich freue mich auch übel, dass du da bist, Bro. Darfst gar nicht, du hast hier gerettet. Darf ich auch nochmal starten? Ja, klar, kannst du auch nochmal starten. Moin Leute, was geht? Digga. Willkommen zum Dongas-Video. Digga, ich bin anders gehypt. Digga, ich liebe dich. Ich bin der geschrieben hat, dass ich nie besser als kein Call bin. Okay. Genau, ja. Aber ich bin wirklich nicht gut. Also, wie gesagt, ich bin nicht gut. Bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Luis VW wird mich bestimmt richtig auseinandernehmen. Und mich hören gerade richtig viele Leute, ne? Ja, dich hören gerade ein paar Leute, ja. Also, Digga, die Leute halt vom Stream, ne? Das ist anders heftig. Und das Video ja auch nochmal. Boah, du machst Video? Ja, klar. Und ich bin drin. Ja, natürlich. Egal, das ist... Dongas, deswegen musst du jetzt auch performen, ne? Luis, aber du auch, ja, ne? Ja. Dongas, YouTube ist eingesprungen für Roboter, der leider irgendwie jetzt nicht da war. Gegen Luis VB. Dongas auch ein YouTuber. Kann man auch mal gerne bei dem ein bisschen Supporter lassen. Ein bisschen vorbeischauen. Oh! Okay, das war knapp. GG. Ist das eurer Meinung nach eine 3? Wir gehen mal kurz auf Luis drauf. Ich glaube, wir sind beide besser als eine 3. Ich bin übel aufgeregt gerade. Also Luis ist für mich... Der hat auch... Luis passt schon, glaube ich.
Doch, das ist keine 3, oder? Wir gucken mal. Sollen wir eine Ausnahme machen? Der hat jetzt seine Aufnahme gestartet. Und der ist auch eingesprungen jetzt. Wir können eine Ausnahme von mir aus machen. Aber eigentlich geht sowas nicht, ne? Eigentlich geht sowas nicht. Ja, Dongas? Ja? Du bist doch keine 3, Bro. Doch. Nein. Ja, ja, was für doch? Guck dich mal an. Ja, aber ich weiß nicht, wie ich mich einschätzen soll, weil wenn dann solche Leute wie Twitch Noah kommen, was bin ich denn deiner Meinung nach? Du bist für mich mindestens eine 7. Wirklich? Ja. Luis ist für mich eine 3 bis 4. Aber du natürlich, also Luis hat ja gar keine Chance gegen dich. Du spielst ja viel, viel. Also man sieht doch, dass du länger spielst als Luis. Ich spiele tatsächlich gar nicht so lange. Ich spiele seit Chapter 4 Dings, Chapter 3, Season 4. Luis, ist es in Ordnung für dich? Ey, komm, GG, Digga, du hast gut gespielt. Also, als okay, ich okay. picken okay. wollte, ich habe gemerkt, ich kann ihn nicht picken, der. Luis, weißt du was, wir machen so? Ich lasse dich jetzt einfach in meiner FL und du kommst jetzt weiter, dann, Dogger. Aber Luis, du bleibst bei mir in der FL, okay? Ist es okay für dich, Luis? Okay, dann passt. Dann sind beide irgendwie happy, aber ja. Digga, ich bin anders happy. Na, Donkas, jetzt mal Retalk, okay? Retalk. Du bewertest doch dich, du kannst dich doch nicht mit dem Skill auf eine 3 bewerten, Bro. Er hat auch einen Triader-Skin. Quasi seine Combo an. Moin. Ey, moin, Charito, was geht? So, ihr seid beide eine 5, oder? Ja. Okay, bin ich gespannt. Diesmal ein bisschen schlechter bewertet, wie letztes Mal. Auf welcher Playstation spielst du, Charito? PS4. PS4, alright. Oh, auf Maus und Tastatur? Ja. Oh, geil. Trainox, du spielst auf dem PC ganz normal, oder? Ja, Maus und Keyboard. Okay. Bist du gut? Weiß nicht. Charito gegen Trainox. Wie Bing hast du? 18er. Das sind für mich 5er Leute, geil. Das sind Fights, die wir sehen wollen. Solche Leute bei einer 5er Bewertung. Sehr gut bewertet, die zwei. Das sind spannende Kämpfe, das wollen wir sehen. Trainox jetzt gerade ein bisschen die offensive... Oh, die offensivere Rolle. Was macht Charito? Charito, der geht voll rein. Charito, den ausgehen. Okay. Boah, Charito macht wieder auf. Charito ist wild, ne? Der chillt in seiner Box, aber plötzlich kommt er raus mit einem Edit. 66er Hit jetzt von Trenox auf Charito. 118er Hit. GG's. Trenox geht 1-0 in Führung gegen Charito. Trenox jetzt natürlich ein bisschen confidenter jetzt. Charito sehr defensiv. Kriegt einen 39er rein. Boah, 39. Boah, du! Ganz knapp. Ganz, ganz knappe Sache, ne? Boah. Ja. Okay, GG. Boxfight ist nicht mein Ding. GG. Alright, Trenox, du bist eine Runde weiter. Charito, sehr gut gespielt, Bro, trotzdem. Toxic? Hallo. Moin. Kriegst einen PlayStation-Spieler als Gegner. YWFan ist auf der PlayStation. Okay. Wir sind jetzt beide, ihr habt euch beide mit was bewertet? Mit einer 6. Mit einer 6. Beide, oder? Ja. Okay. Ja. YWFan, du bist auch auf einer PS5, ne? Nein, PS4. Auch PS4? Okay, bei dir ist der Flughafen noch nicht so in Betrieb scheinbar. Wir sind hier auf Toxic drauf gegen YWFan 1898. Die sind schon ein bisschen schneller. Bisschen schneller sind sie als die 5er bewertenden Jungs. Genau das ist das, was wir haben wollen. Also wirklich, die Jungs haben sich hier echt gut bewertet. Guter Hit, 35 schon mal geht rein. Gut gemacht von Toxic. Der macht das hier defensiv, aber die Hits, die er geben kann, die gibt er. Gut gemacht. Gut gemacht von Toxic. YB-Fan sagt da direkt GG's. Ist ein sehr fairer Spieler. Jetzt durch den Window. Das ist aber ein bisschen... Lieber den Right Peak vielleicht gucken, dass er den kriegt. Nicht nur ein offenes Fenster. Okay. YB-Fan muss sich die Minis maybe geben. Boah, Toxic sehr offensiv, aber macht er halt gut, ne? Er muss die Treppe irgendwie drehen, schafft er nicht. GG's. Hey, GG, Mann. CFG Toxic. Toxic, gut gespielt, Bro. GG. YB-Fan, geil. Wolltest du dir vielleicht mal eine PS5 oder ein PC? Oder willst du auf PS4 bleiben? PS5, ja. Alright. Ja, auch wieder ein PlayStation-Spieler. Ich fass nicht, wie viele PlayStation-Spieler. Flexon? Hallo. Moin. Oh. Ey, ist ja Wahnsinn. Wir haben jetzt in jeder Runde einen PlayStation-Spieler dabei. Bist du jetzt auf PS4 oder PS5? PS5. Ach, endlich mal PS5-Spieler. Junge, die Airbusse chillen dort nicht. Also ihr habt, glaube ich, beide mit einer 7, ne? Oder einer mit einer 6, einer mit einer 7? Ich bin eine 8. Ach, du bist eine 8 sogar. Flexon, du? Mal schauen, ob ich eine Chance habe. Ja, ich habe 7 gemacht. 7, okay. 7 und 8, ja gut, da nimmt sich nicht viel, ne? Rupni gegen Flexon. Das hat nur die kleckert hier. Okay. Wir gucken mal, was hat Flexon so für Mechanics? Ja, man hat sich hier mit einer 7 bewertet und Rupni mit einer 8. Also das sollten auf jeden Fall Leute sein, die schon mal ins Finale... Ja, schon, da könnten sie schon mal ein bisschen in den Finalplätzen schnuppern. Weil die sind schon, das sind schon die Besten der Besten jetzt gerade, ne? Okay, spiel noch mit The Cone. Haben wir auch noch nicht heute gesehen. Und der spielt es wunderbar! 135er Flixon! Ja, GG. Der Mann ist auf der PlayStation 5, ne? Also das ist mein ganzes W's in Chat für Flixon. Wahnsinn, gute Mechanics gehabt gerade, ne? Hat er super smooth runtergespielt. 1-0 Flixon. Wow, das macht Spaß.
dem Jungen hier zuzugucken. Aber Rubni schlägt sich eigentlich auch gut. Bei Rubni ist das Problem, da müssen die Hits mal ein bisschen reingehen. Okay. Flixon ist gerade ein bisschen effektiver. Boah, 105 wieder von Flixon jetzt, ne? Und Rubni hat leider keinen Fisch, ist 1-0 hinten. Ich glaube, der merkt den Druck hier gerade sehr stark. Boah, Flixon geht durch. Oh mein Gott, 28 AP für Rubni. Flixon macht es gerade wunderbar, Chat. Das ist crazy. Der spielt es so gut gerade. Und Rubni natürlich gerade nur im Laufen. Schade, GG. GG. Boah, Alter, das ist krass, ne? Ey, Flixon, ist auf Tastatur oder spielst du auf Controller? Ja, ich spiel Tastatur. Okay. Das ist krass. Ey, Rubni, schade, diesmal nicht im Finale, aber trotzdem gut gespielt, Mann. Ihr seid auch beide gut, ne? Also, das sind halt einfach schon gute Gegner jetzt hier. Rice, was geht? Was geht? Dieser Domi vielleicht, ne? Ah ja, das ist Europa-Deutsch. Ja, das müsste ja sein. Ja. Der Domi, ihr heißt alle komplett anders, als ihr dann in-game angezeigt werdet. Ja. Ne? Domi gegen Rice. Wir haben komplett andere Namen als irgendwas mit Chunk und der andere Lecker, ja. Domi? Hallo? Moin, Domi, was geht, Bro? Fass ich nicht, deinen Namen, ne? Domi, fass ich nicht. Ja. Fass ich nicht, ganz wilder Name. Ey, Rice, hast du dich mit einer 10 bewertet? Nein, mit einer 9. Mit einer 9. Und Domi, du mit einer 10, ne? Ja. Domi, jetzt will ich was sehen, Domi. Ja, ich wusste, dass wenn ich 10 mache, dass ich safe drankomme. Ja, okay, Domi, weiß ich aber nicht, ob das so smart ist, ne? Okay. Weil der hängt ja zittern extrem. Ich schwöre. Ich bin nicht sowas gewöhnt, aber... Okay, alright. Rice gegen Domi. Ich kenne ihn tatsächlich von meinen Customs. Der macht bei meinen Customs auch manchmal mit. Aber scheinbar ist er in einer anderen Community sehr bekannt als jemand, der gut spielt. Da geht schon mal was rein hier. Wir gehen mal kurz auf Domi. Boah, diese Jungs sind gut. Die Jungs sind gut. Ich bin satisfied. Ich habe jetzt hier was erwartet und es ist jetzt ein spannender Fight zwischen Leuten, die können ein bisschen... Die können ein bisschen irritieren. Digga, ich zitter so hart, das ist bodenlos. Rice und Domi, beide mit den Slurpfish nicht mehr dabei. Wild Rice gerade aktuell bis auf 200 AP. Domi aktuell auf 150 und mehr kommt er nicht. Er hat doch nur noch ein Mini. Wild Rice mit 3 Minis am Start. Boah, das ist gerade eklig, ne? Ich glaube, das wird ein Fight-Chat. Wir werden zum ersten Mal ein Fight sehen, wo die Leute out of Mats gehen werden. 20 Materialien. Oh, da geht nochmal 40er rein von Domi. Stark. Wild Rice, der kann sich jetzt den Mini geben. Oh, auf 200 AP, Rice! Jetzt muss Domi Gas geben. Er macht es super. Domi macht es super gerade. Domi 1-0 vorne. Der Mann, der sich mit einer 10 bewertet hat, war eigentlich im Rückstand. Und holt sich jetzt Rice. Ja, okay. Oh, und ist direkt jetzt confident. Haut einen 80er nochmal raus. Ich glaube, Rice hat es nicht expected jetzt. Domi jetzt sehr, sehr confident plötzlich. Domi jetzt in der Angreiferposition. Macht es gut, hat auch noch den Slurp, er hat alles. Domi geht's gerade wunderbar. Ist 1-0 vorne. Besser kann es für Domi gerade nicht laufen. Man weiß es nicht. Nee, das ja, schade, ne? Schade. GG's. Ey, Digga, das ist genau der Fight, den ich expected habe. So ein geiler Fight gerade gewesen, ne? Alter, sehr stark. Ey, Rice, du bist echt richtig, richtig gut, aber Domi, du bist auch einfach stark. Was soll man machen? Okay, Dadungas und Salty Gamer. Salty Gamer, Gewinner von erster Runde, ne? Und Dadungas, hallo? Gewinner hallo? Von der zweiten. Ja, ich höre dich. Digga, ey, Bro, tut mir leid, dass ich mich in der 3 eingeschätzt habe. Also, tut mir wirklich leid. Alles gut. Weil ich fühle mich halt jetzt für den Typ voll schlecht irgendwie. Ich fühle mich schlecht, ich hab's halt falsch eingeschätzt. Ja, alles gut, kein Problem. Ich hätte es ihm gegönnt, also. Salty Gamer gegen Dadungas. Salty Gamer ist halt auf einer 2, ne? Und Dadungas hat sich ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Der wird jetzt einfach nur auf die Hits warten. Und das finde ich gut von Salty Gamer. Der verkämmt sich in der Box und probiert jetzt wahrscheinlich nur auf die Hits zu gehen. Boah, gut. Digga, ich glaube, ich verliere. Ich bin sprachlos. Salty Gamer macht das. Der ist smart, ne? Der ist smart, der Typ. Der weiß, er hat die Edit Mechanics nicht, deswegen er muss mit einem Spray oder mit einem dicken Pump irgendwie hier. Ey, gut! Guter Spieler! Der spielt mit Kopf! Der kann es gewinnen, ne? Ich schwör's euch. Er hat gewonnen, ne? Ich bin geflasht. Ich bin kurz einfach um mein Zimmer gesprintet. Oh, er hat doch gewonnen, oder? Ja, er hat gewonnen. Dadungas, ich lass dich vorläufig noch in meine FL und Salty Gamer. Krass, hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Reno? Yo. Let's go, Bro. Jetzt gegen Mods spielen. Oh, nee. Tatsächlich. Das wird jetzt schwierig. What's good, Bro? John C-Mod gegen Alvi Mod. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen für Toxic Streamer, ne? Muss auch verstehen. Ich geh mein Bestes. Wir gehen rein. Toxic.
Mod von mir gegen scheinbar Mod von Johnsy. Okay, bin ich gespannt. Srenox kommt, also der Mann hier, der kommt, glaube ich, aus Italien, meinte er vorher. Scheinbar hat er ein paar Ping-Probleme. Weil klar, wenn man aus Italien spielt, ne, und irgendwie auf deutschen Servern spielen sollte, dann haben wir natürlich hier vielleicht ein paar Internetnachteile, aber wow, da geht ein guter Hit rein. Srenox jetzt hier ganz, ganz deutlich im HP-Vorteil. Spread hier ein bisschen, gehen nochmal 40 White rein. Oh, jetzt später. Und er macht gut. Oh mein Gott. W's! Oh, scheiße. W sagt er. Srenox gegen Toxic. Srenox Einzel vorne. Oha. Nein. Oh mein Gott. Oha, oha, oha. Ja, einmal in die dritte Runde geschafft. Alter. Ey, Srenox, du kommst aus Italien? Ja. Ah, okay. Italia, Italia. Und deswegen hast du so einen etwas schlechteren Ping, oder was? Ja. Ah, okay, okay. Flixon, Flixon, Flixon. Warte mal, wie hieß lecker Eier? Ah, ja, ich glaube, das war... War das Domi? Ja, ne? Domi. So, Flixon gegen Domi. Das ist jetzt krass. Flixon hat mich sehr, sehr stark überzeugt mit seinen Mechanics letzte Runde. Letztes Boxfight-Turnier hat nämlich Noah gewonnen. Noah verteidigt ja hier den Titel. Noah, du bist im Halbfinale vom Turnier, weil du letztes Turnier gewonnen hast. Okay, Domi und Flixon jetzt hier ziemlich ausgeglichen eigentlich. Also ein bisschen... Bisschen weiter vorne ist gerade Flixon. Flixon ist echt, finde ich, echt ein krasser Newcomer, ne? Der spielt das echt smart und gut runter. Oh, keine Metzwerbe jetzt für Flixon. Uiuiuiui. Und Domi hat jetzt auch nur noch 10 Builds. Und beide ähnlich, ähnlich voll. Eieiei, das ist spannend. Das ist die erste Runde zwischen den beiden. Die machen es spannend. Oh mein Gott, genialer Spray von Domi. 1-0 Domi jetzt gegen Flixon. Ganz stark gemacht. Guter Hit von Domi. Wir gehen mal auf Flixon drauf. Was macht er draus? Der denkt nicht mal dran zu healen, ne? Der probiert direkt irgendwie einen Hit zu contesten. Oh, leider veraimt er den. Und der... Die erste Runde, wo es 1-1 steht. Flixon mit dem Comeback vielleicht, maybe. Gegen Domi. Geht direkt ein 35er rein. Domi gegen Flixon, unfassbar spannender Fight gerade. Wer jetzt die Runde holt, ist im Halbfinale. Oh mein Gott, Domi sprayt einfach nur. Macht er eigentlich nicht schlecht. Flixon! Ah, ultra low! Ja, ein Digga! Extrem gut nicht gelandet. Ich bin ausgetippt, ich hab fast nur verloren. Alter, Digga, bin ich scheiße gewesen, egal. GG. So, das war ultra spannend, Jungs. Flixon, ganz, ganz stark. Domi, du bist im Halbfinale. Sehr geil, oh. Jungs. Danke fürs Mitmachen. Dadurch, dass wir jetzt ein Halbfinale haben, aus drei Leuten, nämlich wir haben jetzt Salty Gamer, Srenox und dann haben wir noch Domi. Domi wird jetzt antreten gegen Noah und Salty Gamer wird jetzt antreten gegen Srenox. Warum ist jetzt Noah in dem Turnier? Ganz einfach aus dem Grund, Noah hat das letzte Boxfight 1 gegen 1 Turnier gewonnen und hat dadurch den Vorrang, den Titel zu verteidigen und direkt ins Halbfinale zu springen. Jetzt muss er natürlich gegen Domi ran, also er hat natürlich das schwerere Bracket. Domi hat sich mit einer 10 bewertet. Noah ist natürlich auch ein sehr guter Spieler, ist natürlich ein Titelverteidiger. Deswegen, wir gehen aber erstmal ins lowere Bracket rein, nämlich Srenox gegen Salty Gamer. Moin. Moin. Ey, Digga, was du für die letzte Runde gemacht hast, ist krass, ne, Salty Gamer. Ja, also ich wusste, das Einzige, was ich spielen kann, ist mein Aim. Also ich wusste, dass er mich von den Mechanics ja eben. Komplett nimmt. Also eben, muss eben. Ich das benutzen, was ich kann. Eben, und das hast du super gemacht. Let's go. Twitch Srenox gegen Salty Gamer. Salty Gamer wird, glaube ich, genau die gleiche Taktik anwenden. Ja, er wird wieder nur auf Aim gehen. Der Dienstag geht weiter hin. Oh mein Gott! Was geht mit Salty Gamer? Also wenn der ins Finale kommt, Chat, dann kann der so stolz auf sich sein. Spielst du Controller oder Maus und Keyboard? Maus und Keyboard. Ah, okay. Digga, Salty Gamer ist übel krass mit Aim, ne? Unterwegs. Gefällt mir gar nicht. Und Srenox ist jetzt auf insgesamt nur 50 HP. 100er Hit. Was geht hier ab gerade, Jungs? Oh, Srenox gewinnt aber noch. Srenox 1-0. Ja, ey, Salty Gamer macht es schlau, was du machst. Das ist richtig schlau. Salty Gamer, hier scheinbar ein Pro-Nobel-Spieler. Wo bist du? Oh. Oh. Oh, Srenox im Finale. Knapp. Junge, Salty Gamer, du bist echt ein Frechfratz, ne? Du bist ja geisteskrank. Also, was für Hits du drückst, ne? Teilweise, das ist ja crazy. Ja. Ganz, ganz stark. Noah! So, Albi, was geht? Ah, das fehlt. Du musst jetzt hier den Titel verteidigen, ne? Ja. Okay. Gegen Domi, der hat sich mit einer 10 wählt. Also, Domi ist echt stark, ne? Mhm. Bin ich mal gespannt. So, das ist jetzt das höhere Bracket. Der Gewinner von dieser Runde, beziehungsweise von diesen zwei oder drei Runden, je nachdem, wie lange es geht, kommt ins Finale zusammen mit Twitch Srenox. Wir schauen mal, ob das Domi oder Noah gewinnen kann. Domi auch schon sehr stark gespielt, hatte auch schon sehr schwierige Gegner. Man muss halt auch sagen, dass Domi halt wirklich ohne Witz
sehr eingespielt sein sollte in dem Turnier. Er hatte nämlich wirklich die Besten der Besten gerade. Gegen die musste er vorbei. An dem musste er vorbei. Und jetzt wird es natürlich für ihn immer leichter. Aber Noah ist jetzt auch nochmal ein Brocken. Das ist der Gewinner von dem letzten 1 gegen 1 Boxfight-Turnier. Und er kann halt jetzt wieder der Titelverteidiger werden. 1 zu 0. GG. 1 zu 0 für Noah. Okay, okay, okay. Noah gerade auf 50 HP maximal. Probiert sich irgendwie von hinten jetzt anzuschleichen. Domi hat keine MP-Muni mehr so richtig. Was ist das gerade? Oh mein Gott, was ist das für ein Fight? 41er Hit nochmal. Beide keine Mets mehr. Oh mein Gott. Sehr stark gespielt. Ganz, ganz stark. Digga. Noah im Finale GG's. Gegen Srenox. Oh ey, Domi, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Noah im Finale gegen Srenox. Alles gut bei dir? Naja. Bei dir. Nice. Okay, es geht ins Eingemachte jetzt, Jungs. Der Gewinner. Ich hoffe, du hast Lust, 1000 V-Bucks zu verlieren. Okay, sehr. Fängt das jetzt schon an? Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Nein. Du, hier ist ganz vieles, hier ist ganz vieles im Laufe des Turniers passiert. Also hier kann echt jeder gewinnen. Srenox gegen Noah. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? GG's. GG. Hä? Mann, jetzt bin ich noch mehr aufgeregt, weil ich dich geholt habe. Alles gut. Srenox gegen Noah, was ist denn jetzt da passiert gerade? Das ging ja der übel schnell. Oh mein, nein. Oh mein, oh, Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Srenox geht da echt ein bisschen risky. Alles gut. Wir vermasseln jede Chance. Oh mein Gott. 1 zu 1 jetzt. Er tanzt. Was sehe ich hier? Boah, das ist jetzt ekelhaft. Extrem defensives Game jetzt. Oh! Ja, genau. Okay. Also Noah geht es natürlich jetzt hier gerade sehr, sehr viel besser als Srenox, ne? Extrem defensives Game. Ich weiß auch gar nicht, warum Noah so defensiv spielt. Was? Ja, schieß. Du schießt doch alles durch. 2-1, der Titelverteidiger gewinnt das Turnier. GG's, W's und Tschüss. GG's, W's und Tschüss. Genau so ist es.